Also ich glaube, wir haben da etwas andere Perspektiven. Ja. Aber was ich jetzt eigentlich auch ganz grundsätzlich interessant finde, das habe ich mich jetzt auch nochmal gefragt, können wir denn etwas jenseits der Moderne denken? Ich hatte jetzt mal bei dir den Eindruck, im Grunde ist das ein Programm, wie die Moderne sich so transformiert, dass sie, also bewusst so transformiert, dass sie am Ende gar nicht mehr Moderne ist. Und das finde ich sehr schwer denkbar, weil ich jetzt erstmal vermuten würde, die Moderne hat ja immer diesen, das ist ja mit dem revolutionären Gestus, immer diesen, wir fangen nochmal ganz neu an. Wie mit dem Sozialismus, war ja auch etwas, die hatten ja auch gesagt, wir machen jetzt was ganz Neues und am Ende erwies sich auch als eine Version auch der Moderne. Als sozusagen historisch denkender Mensch würdest du sogar sagen, die Moderne ist irgendwann gekommen, sie wird irgendwann auch wieder gehen. Gut, aber das ist ein interessanter Punkt. Das finde ich wirklich, das ist ganz grundsätzlich die Frage. Also die Moderne ist tatsächlich auch eine sehr kurze Phase, man muss sich das immer klar machen. 250 Jahre. Und es kann gut sein, dass die Moderne, also aber erstmal würde ich denken, die Moderne hat sich eben ja jetzt schon mehrfach gehäutet und transformiert. Und ich würde erstmal vermuten, das geht weiter. Ne? Also die Spätmoderne ist definitiv nicht das Ende der Geschichte, trotz dieses etwas missverständlichen Präfix spät. Es wird etwas nach der Spätmoderne und dann wird möglicherweise eine andere Version von Moderne kommen und die wird auch nicht die letzte sein. Im Grunde würde ich sagen, du denkst die Nachmoderne immer noch sehr modern. Nämlich im Sinne, das ist ja ein Fortschrittsprozess. Die Nachmoderne ist bei dir besser als die Moderne. Sie löst die Probleme der Moderne. Das ist aber weiterhin sehr modern. Das ist natürlich eine Frage der Begriffe, aber ich würde dir recht geben, weil manchmal mache ich das in meiner Selbstbeschreibung falsch. Ich will eigentlich gar nicht die ganze Moderne aufgeben. Das habe ich auch in einem Resonanzbuch immer wieder dargelegt, dass die Resonanzidee oder das Resonanzverlangen selber auch ein modernes Moment ist, mehr hat. Die Resonanzsensibilität zu steigern sozusagen. Also ich würde das in jedem Fall auch sagen. Ja, das würde ich unbedingt sagen, aber es hängt, das hängt sozusagen an meiner... Es hängt an meiner, absolut. Also in der Romantik sozusagen sind unsere modernen Resonanzsensibilitäten formuliert und auch in Praktiken übersetzt worden. Aber es hängt an meiner Definition sozusagen das, was die Formation der Moderne ausmacht, nämlich dynamische Stabilisierung. Und da würde ich sagen, das ist wirklich ein historischer Sonderfall. Und ich würde fast sagen, es war auch ein Glücksfall. Ich würde auch nicht sagen, im Rückblick, alles an der Moderne war falsch, weil das, was wir an technischen Fortschritt oder technischen Möglichkeiten uns erschlossen haben, würde ich auch ungern preisgeben wollen. Aber dass eine Sozialformation sich nur durch Steigerung erhalten kann, halte ich für höchst prekär und für langfristig nicht viabel. Ja, an dem Punkt würde ich sagen, ohne dass sie auf die technischen Fähigkeiten, die wissenschaftlichen Einsichten verzichten muss, kann sie nicht dabei bleiben, dass sie das, was sie an institutioneller Grundstruktur hat, nur durch Steigerung erhalten kann, weil sie das ruinieren wird. Und wenn ich das als modern definiere, wird das der neue Zustand post, also nachmodern sein. Ja. Und auch wenn ich die Idee, Welt verfügbar zu machen, als kulturelles Kernmoment ansehe, da würde ich auch da sagen, auch da braucht sie zumindest eine massive Korrektur.